Aber es kommt nicht hin, dass die Bilder eine Bergfahrt dauerte damals 24 Minuten. Heute überwindet der Aufzug in nur 6 Minuten 431 Höhenmeter und transportiert 20 Tonnen. An der Bergstation angekommen, wurden sie wieder in Fusionsschleif angebaut. Eine Staumauer führte nach oben durch, die Teile zum Kraftwerk erfahren und sogar in eine Staumauer hineinkommen. Das Treffpunkt ist der Platz zwischen dem Bergrestaurant und dem Kiosk, direkt am Stausee-Untergrund.